Hallo und herzlich willkommen zu Ihren Nachrichten kompakt. Der VfL Osnabrück geht nach den neuerlichen Enthüllungen im Fußball-Wettskandal in die Offensive. Das ARD-Magazin Fakt hatte recherchiert, dass insgesamt 8 Zweitligaspiele der Lila-Weißen unter Manipulationsverdacht stehen. VfL-Präsident Dr. Dirk Rasch sagte im Osnatel Sporttalk, der VfL sei Opfer und nicht Täter des Wettskandals. Zudem ging er mit dem unter Manipulationsverdacht stehenden Ex-VfLer Marcel Schuhorn hart ins Gericht. Das ist mal eine ganz große Enttäuschung noch darüber hinaus, dass ein Spieler wie Marcel Schuhorn sich bei uns überhaupt noch nicht gemeldet hat. Er hat sich nicht entschuldigt für das, was er getan hat. Nicht beim Vorstand, sondern den ganzen Fans vor allen Dingen gegenüber. Ja, da komme ich nochmal auf die jungen Leute. Die fahren in 1000 Kilometer, um ihre Vorbilder Fußball spielen zu sehen. Sie identifizieren sich mit dem Vorfall aus, mit ihrer Stadt, mit ihrer Region. Und da wird einfach dieses ganze Engagement, ne, wird dort mit Füßen getreten. Den kompletten Osnatel Sport Talk sehen Sie auf www.os1.tv. Ein 31-jähriger Mann muss 8 Jahre ins Gefängnis, weil er einen Rollstuhlfahrer aus Melle getötet hat. So lautete heute das Urteil am Osnabrücker Landgericht für den Mann aus Salzgitter. Dieser hatte im Januar einen behinderten 52-Jährigen in dessen Bett erstochen. Grund war offenbar ein Streit um eine DVD. Der Angeklagte hatte ausgesagt, er könne sich aufgrund seines Alkoholrausches nicht an die Tat erinnern, bereue sie aber. Während seiner Haftzeit muss er eine Entziehungskur antreten. Bei einem Unfall in Osnabrück-Pihl sind am Nachmittag 3 Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 70-jähriger Autofahrer einem anderen Wagen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Ein Skoda prallte mit voller Wucht in die Fahrerseite seines Volvos. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde laut Polizei schwer verletzt. Die 47-jährige Fahrerin des Skoda und ihre 19-jährige Tochter kamen vermutlich mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden beträgt mehrere 1000 €. Fast die Hälfte der ehemals von britischen Soldaten bewohnten Häuser und Wohnungen in Osnabrück sind schon verkauft. Laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben fanden in diesem Jahr zahlreiche Wohneinheiten in den Stadtteilen Dodesheide und Sonnenhügel neue Besitzer. Für manche Häuser gingen 30 bis 40 Angebote ein. Noch in diesem Monat sollen weitere Häuser in der Weststadt und am Sonnenhügel zum Verkauf angeboten werden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte nach dem Abzug der britischen Armee aus Osnabrück die Wohnungen der Soldaten übernommen. Insgesamt handelt es sich um 740 Wohneinheiten. Die gesamte Zweitligamannschaft des VfL Osnabrück ließ sich heute Nachmittag als potenzielle Knochenmark- und Stammzellenspender typisieren. Die Aktion fand in der Osnatel Arena statt. Ein Spieler nach dem anderen ließ sich für die gute Sache ein bisschen Blut abnehmen. Die Fußballer riefen auch ihre Fans dazu auf, sich typisieren zu lassen. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sowas mitmacht. Das ist eine super Sache, wenn man Leben retten kann. Man sollte alles dafür tun, ob man jetzt ausgesucht wird nachher oder nicht. Das entscheidet sich ja später, aber ich mache da gerne mit und ich denke, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein für gesunde Menschen. Die erfassten Daten gelangen anonymisiert zum zentralen Knochenmarkspenderregister Deutschland, das mit anderen Spenderdateien weltweit vernetzt ist. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Osnabrück. Immer für Sie da. In den nächsten Tagen macht der Regen erst einmal keine Pause. Heute Nacht sinken die Temperaturen bis auf 12 Grad. Es regnet leicht. Am Mittwoch beginnt der Tag bewölkt. Gegen Mittag ziehen die ersten anhaltenden Regenwolken über Stadt und Land Osnabrück. Das Thermometer steigt auf maximal 16 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es kalt bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Den gesamten Tag über sind mäßige Regenschauer zu erwarten. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Osnabrück. Immer für Sie da. Das waren Ihre Nachrichten aus Stadt und Land Osnabrück. Klicken Sie morgen Mittag wieder rein, dann gibt es die nächsten aktuellen Meldungen in unseren Kurznachrichten 3 vor 1. Nachrichten kompakt. In Zusammenarbeit mit das Medienhaus Neue OZ.